Haarhofen. Der hohe Hafen lag auf der anderen Seite der Gewässer an der Südküste von Thule. Hier waren die Flotner seit langem gefangen zwischen zwei Welten. Dieser der Wikinger und jener der Eindringlinge aus dem Süden. Nun nahte ein Sturm vom Meer aus heran und mit ihm, unsichtbar in den eisigen Wogen, schwamm eine Wölfin ans Ufer. Aber ich soll verflucht sein, dieses Ding heimzutragen. Oberhalb dieser Stufen lauert der Feind. Ich gehe besser vorsichtig vor und bleibe unsichtbar, solange es geht. Was im Namen der Götter ist dieses Ding? Nun, es ist groß und spitz zulaufend. Lass uns schauen, ob es das Haupttor beschädigen kann.
Divanir! Bitte findet sie. Sie hatten mich schon umstellt. Der einzige Gott ist mit uns! Mehr Gefangene in der Stadt. Ihr müsst sie finden.
wusste, jemand würde kommen. Ihr habt unsere Dankbarkeit. Für den Gott der Götter! Thank you.
Wundervoll. Ihr seid wahrlich eine Frau mit außergewöhnlichen Talenten. Mein Name ist Fardain. Händler, Reisender, Mann von Welt. Ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam große Dinge bewegen. Nehmt diese. Eine Naudis-Rune. Und das größte Geheimnis der Flottnar. Die Segelspiere als Zeichen meines guten Willens. Ihr habt sie euch verdient. Dankbar für ihre Freiheit lehrten die Flotnar ihren Befreiern das Geheimnis der Segelspiere. Mit dieser einfachen Verbindungsstange konnten die Ulfung ihre Langschiffe vor dem Zerschellen an den großen Riffen unter dem Winde an der Schlangenbucht bewahren. Fardain, der Händler, sah einen Anführer, dessen Freundschaft von Wert sein könnte. Er kehrte zurück ins Dorf, um sein Geschäft wieder zu errichten. Also, dies ist euer Dorf? Gar nicht mal schlecht. Kommt und besucht mich, sobald ich mich eingerichtet habe. Ich bin sicher, ihr habt Fragen über die südlichen Landen. Ein Händler unter den Ulfung. Ich dachte, diesen Tag erlebe ich nicht. Meine Mutter Grindel sprach zu mir im Schlafe. Sie bittet euch um eine Audienz. Man sagt, die Trollhexe wisse um das Geheimnis, wie man das mystische Metall Jotunjarn schmiedet. Davon weiß ich nichts, aber sie trägt euch an, sie in den Tunneln Utgards aufzusuchen. Wenn ihr einen von Jotans Ambossen findet, könnten wir sogar mächtigere Waffen schmieden. Darf ich euch noch einmal daran erinnern, wer hier die Anführerin ist? Aber mächtigere Waffen klingt schon mal gut. Und ich habe seit Stunden nichts mehr getötet. Also, los geht's. Was kann ich für euch tun? Braucht ihr Waffen? Es wird kälter, glaube ich.
Braucht ihr einen neuen Talisman?